Das Neptune Apex System hat einen kompletten Total-Crash während meines Urlaubes verhindert. Ein wunderschönes Hallo, meine lieben Meerwasserfreunde. Endlich ist es soweit, wieder ein neues Video, ein Update zu meinem XXL-Becken. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, ich habe sehr, sehr lange jetzt kein neues Video hochgeladen. Wir haben sehr, sehr viel in der Firma zu tun gehabt und wir waren jetzt auch einige Tage mit unseren Kids auf Urlaub. Und das Neptune Apex System hat einen kompletten Total-Crash während meines Urlaubes verhindert. Ich erkläre euch gleich, warum. Es gibt sehr, sehr viele Neuigkeiten, was das Becken angeht. Nicht nur Positives, leider auch sehr viel Negatives. Habe am Anfang jetzt nicht so viel Glück mit dem Becken gehabt, war teilweise auch selbst schuld, weil ich viel zu schnell besetzt habe. Ich habe geglaubt, das funktioniert. Erstens einmal hatte ich einen sehr, sehr groben Bodengrund drinnen, der mir dann letzten Endes doch nicht gepasst hat und habe den ganzen Bodengrund dann wieder ausgetauscht in einen etwas feineren Sand. Was habe ich damit bezweckt? Ich habe die Fische mega gestresst. Das war wirklich 4-5 Tage komplette Nebelsuppe in diesem Becken drinnen. Ohne dies, dass sie ja sowieso erst seit kurzem in dem Becken auch waren. Also es war mega viel Stress für die Tiere und das ärgert mich auch heute ein bisschen, dass ich da selbst ein bisschen einen Fehler gemacht habe. Was die Werte, Wasserwerte angeht, ist alles wirklich tiptop und sehr, sehr konstant. Das Becken zieht schon Calcium, Magnesium und Carbonathärte sehr, sehr regelmäßig. Die Tiere, also was die Korallen angeht, stehen wirklich alle sehr, sehr top, außer zwei. Ich habe hier eine Chalice und eine Alveopora. Da ist mir leider eine Euphilia draufgefallen und die hat die Tiere leider vernesselt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt noch was wird oder nicht. Zum Fischbesatz. Meine Fische, vor allem die Doktorfische, ich hatte einen Kreisdorn-Doktor drinnen, ich hatte einen Hawaii drinnen, ich habe noch einen Paletten drinnen, ich habe einen Rotmeer-Doktor drinnen, bekamen leider alle Pünktchen. Und das kurz vor meinem Urlaub. Während dem Urlaub hat ein Mitarbeiter von uns auf das Becken gesehen, ist selbst kein Aquarianer und wusste jetzt natürlich auch nicht recht, was er machen soll. Und ich ging einfach fix davon aus, dass einige der Tiere es leider nicht schaffen werden. Ich habe mich da leider ein bisschen hinreißen lassen, hier Medikamente zu dosieren, würde ich nie mehr machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat erstens nichts gebracht, zweitens das Wasser versaut. Ich bin jetzt wieder komplett nach dem Urlaub umgestiegen und bin jetzt einfach sehr, sehr fest am Vitamine füttern, am Knoblauch füttern. UVC läuft jetzt 24 Stunden und ich habe den Anschein bei den letzten zwei Doktoren, die Gott sei Dank noch da sind, dass es sukzessive besser wird. Und ich habe mir jetzt vor 3 Tagen auch einen Blaustreifen-Lippfisch mit reingenommen, der wirklich ganz, ganz tolle Arbeit leistet und die Fische Step-by-Step von den Parasiten befreit. Ich habe das Gefühl, das könnte sich ausgehen. Ich habe allerdings insgesamt 4 Nemos verloren. Ich habe 5 Fahnenbarsche verloren. Da ging so einiges drauf leider. Ja, und das hat mir auch ewig wehgetan, weil die Fische teilweise, gerade der Hawaii-Doktor, wir wissen alle, was das Tier im Moment kostet. Der Hawaii-Doktor war doch jetzt sehr, sehr lange schon bei mir, war topfit und am nächsten Tag lag er einfach tot im Becken. Ja, das hat ein bisschen wehgetan. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte bis jetzt in den ganzen vielen, vielen, vielen Monaten nie Probleme mit meinem Becken und habe fast schon auf Holz geklopft, dass da alles immer alles tiptop läuft und ja, bei dem Becken halt leider am Anfang nicht. Ich habe technisch einiges schon aufgerüstet und jetzt kommt noch so ein springender Punkt. Ich habe ja beim Neptune-System auch einen Leck-Sensor oder mehrere Leck-Sensoren im Becken, hinterm Becken, also nicht im Becken direkt, sondern im Technikraum unten hinterm Becken, die mir sofort Alarm auslösen, sobald hier irgendwie Wasser herumrinnt und dann so ein Notfallprinzip gestartet wird. Ich bin dann im Urlaub am Strand gelegen und bekomme auf einmal diese Warnmeldung. Leck-Sensor vorne zeigt Wasser, Leck-Sensor hinten zeigt Wasser an und habe dann auf den Kameras nachgesehen. Ich habe überall WLAN-Kameras auch hängen, damit ich auch am Wochenende, wenn ich nicht immer im Office bin, das Becken anschauen kann, ob alles passt. Und habe gesehen, dass im Osmosetank ich keine Wasserlinie mehr erkennen kann. Das kann 2 Gründe haben. Entweder er ist schon leer, was ich mir nicht vorstellen konnte, oder er ist so voll, dass er schon drüber rinnt.
Und zweiteres war wirklich der Fall. Also der Mitarbeiter von mir, der auf das Becken gesehen hat, hat vergessen, die Osmoseanlage wieder abzudrehen und das Wasser ist übergeronnen. Gott sei Dank, aufgrund des Warnsystems, das ich hier installiert habe, habe ich das sofort mitbekommen, also sofort nach ungefähr 40 Minuten, weil ich war eine Zeit lang nicht am Handy, habe das nicht sofort gesehen, habe sofort den Mitarbeiter angerufen und er hat gesagt, ja, und das sind ungefähr 15, 20 Liter um das Becken herum gelaufen. Der Mitarbeiter hätte bestimmt 4 bis 5 Stunden vergessen, die Osmoseanlage abzudrehen und dann hätten wir richtig ein Problem gehabt. Ja, also es ist wirklich nichts passiert, er hat das sofort alles dann zusammengewischt und es hat alles tiptop wieder gepasst. Also da bin ich heilfroh über jeden Cent, den ich bis jetzt in dieses Neptune Apex System investiert habe. Das hat mir wirklich einen riesen Schaden vermieden und das ist einfach Fakt. Was die Tiere angeht, wie gesagt, alles gut, bis auf die Fische. Die, was mir sehr, sehr auffällt, ich habe die Milch ja in meinem kleinen Becken zu Hause gehabt. Da hatte ich immer Nährstoffprobleme, viel zu viel Nitrat, Phosphat drinnen. Und ich habe schon daran gezweifelt, dass es eine Milch ist, weil man nie diese weißen Spitzen gesehen hat. Und heute weiß ich warum. Die ist einfach nicht gewachsen. Ja. Es waren einfach viel zu viele Nährstoffe drinnen. Seit es in diesem Becken hier steht, schiebt dieses Tier extrem an. Und es ist wirklich eine Wohltat zuzusehen, wie hier wirklich wöchentlich was weitergeht. Auch die Akroporen stehen sehr, sehr gut. Die Farben verändern sich. Ich dosiere hier ja ausschließlich nur Fauna-Marin-Produkte. Ich bin mittlerweile wirklich mega happy damit. Das soll jetzt ist keine bezahlte Werbung, sondern ich habe alles selbst bezahlt. Aber ich mache Balling Light, ich habe Zeolithfilter drinnen, ich habe auch den Kohlefilter drinnen, weil ich jetzt hier auch die Medikamente ein bisschen rausfischen möchte. Ich habe relativ viele Euphyllien auch drinnen, die ja doch sehr nesseln. Ich habe jetzt auch wunderschöne Tiere drinnen, und zwar Zylinderrosen, die mir immer schon extrem gefallen haben, aber ich habe sie relativ schwer bekommen. Ich habe jetzt 3 Stück drinnen, die ja auch sehr, sehr nesseln können. Und daher lasse ich das jetzt alles mal komplett durchlaufen, vor allem, weil ich dieses blöde Medikament jetzt auch rausbekommen möchte, das ja ohnehin nichts gebracht hat. Ich habe Wasserwechsel auch gemacht. Ich habe geschaut, dass ich da jetzt da halbwegs wieder ins Reine komme. Und ich habe jetzt den Anschein, dass sich das schön langsam, aber sicher wieder einpendelt. Im nächsten Video werde ich euch dann das Technikbecken nochmal zeigen. Ich bin jetzt schon dabei, das Ganze vor allem auch kabeltechnisch schön aufzuräumen. Habe da eine super Lösung gefunden. Ich habe mittlerweile auch Schalter an das Apex-System angeschlossen, wo ich nur über Kippschalter sozusagen gewisse Prozesse auslösen kann, Fütterungsmodus oder nur Abschäumer abschalten und so weiter, damit man zum Beispiel nicht immer über die App gehen muss. Meine Erfahrung jetzt in den letzten vielen Wochen über das gesamte System, es ist unfassbar zuverlässig. Ich bin am Strand gelegen, habe nachgesehen, was ist in meinem Becken los, wie muss ich vielleicht die Dosierungen nachjustieren, auch die kann ich über eine App steuern. Also das war wirklich ganz, ganz entspannt und genauso wie ich es eigentlich auch haben möchte, damit ich hier immer up to date bleibe, was im Becken gerade passiert. Also die Kombination dieser ganzen technischen Spielereien, viele sagen, man braucht es nicht. Nein, man braucht es nicht unbedingt, um erfolgreich jetzt ein Meerwasserbecken zu fahren. Aber ich bin auf der anderen Seite auch ein kompletter Technikfreak und liebe dieses ganze Spielzeug. Und wenn es dann noch Sinn macht und in dem Fall hat es mir einen riesen Wasserschaden auch vermieden, dann ist das schon alles tipptopp. Ja, heute habe ich noch eine kleine Lieferung von Korallen bekommen, eine Miliopora, eine Acropora, eine Ophelia und 2 Lobophilias. Ich liebe diese Farbenpracht und ich sehe einfach, dass diese Farben sich immerwährend mehr ausprägen. Also wirklich wunderschön. Ich war es vom alten Becken echt nicht gewohnt, weil ich hier wirklich Nährstoffprobleme immer hatte. Hatte wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel Fische drin. Und hier jetzt in dem Becken zu sehen, wie das auf einmal alles sich verändert zum Positiven, ist wirklich eine Wohltat. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du up to date bleiben möchtest, was das ganze Becken angeht, vor allem gehe ich immer mehr auch auf die Technik vom Neptune-System auch ein, dann hinterlass mir einen Kommentar, abonniere meinen Kanal, würde mich mega freuen. Wenn Fragen sind, einfach einen Kommentar hinterlassen oder schreib mir eine E-Mail an office@easy-reefing.com. Ich wünsche euch jetzt alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan.